diese Bedrohung, die uns, ja, unserer Generation wieder erst ins Bewusstsein rücken muss, wie ordnet die ein Historiker ein? Wie groß ist die Bedrohung gemessen an dem, was wir aus dem Kalten Krieg, was unsere Eltern aus dem Kalten Krieg kennen? Wie Sie schon sagen, wir leben natürlich in äußerst interessanten, unerwarteten Zeiten. Bis jetzt ist es noch so, dass man vielleicht aus historischer Sicht sagen kann, wir müssen einfach noch abwarten, was genau jetzt eigentlich wirklich passiert. Natürlich spitzt sich der Konflikt zu, sowohl in der Ukraine als auch rhetorisch mit dem Westen. Wie weit das noch genau gehen wird, ist die große Frage. Momentan ist es noch schwer, eine wirkliche Parallele zu ziehen zu einem möglichen Kalten Krieg, der vielleicht heiß geworden wäre, allein aufgrund der Tatsache, dass wir momentan noch nicht die NATO involviert haben. Wer hat denn Ihrer Ansicht nach die Macht über den Atomkoffer? Also gibt es auch in diesen Strukturen Menschen oder Strukturen um Putin herum, die diesen Schritt verlangsamen könnten? Das System in Russland ist so gegliedert, dass um Atomwaffen wirklich scharf machen zu können, auch starten zu können, benötigt man zwei Personen. Es gibt drei Atomkoffer, wie man das ja zum Beispiel auch aus den USA kennt. Also drei Atomkoffer, einer davon liegt bei Putin selber, ein anderer liegt beim Verteidigungsminister. Und der dritte befindet sich in den Händen des Generalstabschefs. Und zwei von diesen drei müssen quasi gleichzeitig scharf geschaltet werden, damit man wirklich Nuklearwaffen abschießen kann. Es gibt hierüber große Diskussionen momentan, auch unter meinen Kollegen und akademischen Kreisen. Der allgemeine Tenor, den man vielleicht aufnehmen kann, ist, dass insbesondere der russische Verteidigungsminister vielleicht, wenn man so sagen möchte, eher geneigt wäre, seinen Koffer scharf zu schalten als vielleicht der Generalstabschef. Das sind aber alles momentan Spekulationen. Soweit sind wir auch noch lange nicht. Wenn man sich einmal anschaut, wo wir eigentlich genau stehen auf der Eskalationsstufe, die es in Russland gibt, dann sind wir momentan noch gar nicht wirklich im Klaren darüber, was in Russland genau wirklich passiert. Es gibt in Russland vier Stufen der Eskalation. Man bewegt sich von der Stufe normal zur Stufe erhöhte Alarmbereitschaft. Danach kommt die sogenannte militärische Gefahr und erst dann kommt die volle Mobilisierung. Und erst zu diesem Zeitpunkt werden die Raketen wirklich auch mit Koordinaten bestückt und danach abgefeuert. Das Interessante an der ganzen Diskussion momentan und der Lage momentan ist, dass Putin eine besondere Gefechtsbereitschaft angeordnet hat. Diese findet sich eigentlich gar nicht in den Eskalationsstufen. Deswegen wird gerade auch in westlichen Hauptstädten, zum Beispiel auch hier in London, meistens gesagt, dass es sich eigentlich momentan eher um eine rhetorische Frage handelt. Mhm. Putin möchte daran erinnern, dass Russland über Nuklearwaffen verfügt. Er möchte den Westen daran erinnern, dass man keine zu starken Sanktionen einführt, dass man, wie ich, in Anführungszeichen nichts Großes gegen Russland unternimmt, da Russland diese Möglichkeiten der Eskalation dann noch hat. Letzte Frage, Herr Strohn. Jetzt haben wir in Kiew gesehen, die Menschen wissen da natürlich ganz genau, wo sie hingehen müssen im Fall eines Alarms, der ja stündlich da im Grunde ausbricht. Die Menschen sind das mittlerweile gewohnt an Kriegstag 6. Wir fragen uns so ein bisschen, wie wäre das eigentlich bei uns? Also haben wir solche Pläne? Haben wir genügend Bunker? Haben wir die nicht alle zurückgebaut seit der Zeit des Kalten Krieges? Also die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Pläne gibt es eigentlich so gut wie keine mehr. Man wäre in Deutschland auf eine ähnliche Situation eigentlich in keinster Weise mehr vorbereitet. Wie Sie schon sagen, mit dem Ende des Kalten Krieges wurden eigentlich alle diese Pläne eingemottet, abgeschafft und Deutschland wäre von der Infrastruktur, von der Versorgung in keinster Weise auf eine ähnliche Situation vorbereitet, wie man sie gerade in der Ukraine findet. Jetzt haben wir heute früh, Herr Strohn, das noch ganz kurz, diese beeindruckenden und gleichzeitig bedrohlichen Bilder aus der Ukraine gesehen. Ein 64-Kilometer-Konvoi von Putins Armee auf dem Weg Richtung Kiew. Vielleicht können wir die Bilder noch mal ganz kurz zeigen. Was erkennen Sie auf diesen Satellitenaufnahmen, die Sie heute früh in der Nacht auch gesehen haben? Man sieht auf diesen Bildern, wie Sie schon sagen, 64 Kilometer, unglaublich lang, eine unglaubliche Massierung von Kräften. Man versucht jetzt wirklich in diesem Bereich den Schwerpunkt nicht nur zu legen, sondern auch die Entscheidung zu erzwingen.
Man kann auf den Bildern unter anderem starke Artilleriekontingente sehen. Das lässt darauf schließen, eventuell, man muss wieder darauf abwarten, was kommt, dass die Russen jetzt vielleicht geneigter sind, Artillerie auch massierter einzusetzen, als sie es bisher getan haben. Die russische Militärdoktrin verlangt eigentlich den starken Einsatz von Artilleriekräften. Man hat dies gerade in den Bevölkerungszentren noch nicht so gesehen, wie man es eigentlich aus der klassischen russischen Militärdoktrin eigentlich erwarten könnte. Der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass man auf russischer Seite doch versucht hat, die zivilen Verluste so niedrig wie möglich zu halten, womöglich, um nicht noch mehr andere Länder gegen sich aufzubringen. Es besteht eventuell die Möglichkeit, dass sich dies jetzt vielleicht bald ändern wird. Man sieht das ja auch schon im Osten. Die Berichte der Nacht zeigen ja, dass dort auch schon mehr mit Artillerie und auch mit Raketen auf die Städte geschossen wird, als man es in der Anfangsphase des Krieges gesehen hat. Und das Problem ist natürlich, dass Artillerie immer noch keine wirkliche Präzisionswaffe ist. Und das bedeutet, sollte es dazu kommen, dass man zu einem massierteren Einsatz der Artillerie kommt, dass man wahrscheinlich auch mit höheren zivilen Verlusten rechnen müsste. Danke herzlich an den Militärexperten, Militärhistoriker Matthias Strohn von der Uni Buckingham in London. Danke. Dankeschön. Danke.